Der EHCB Corner wird euch präsentiert von GDEVO. Hirslanden Klinik Linden. Depont, Vinox und AST Birrer. Die Achterbahnfahrt beim EHC Biel, die geht weiter. Am Freitag haben die Seeländer auswärts Rapperswil gegen die Lakers einen souveränen Sieg einfahren. Einen Tag später, am Samstag, hat es eine bittere Niederlage gegeben, hier daheim in der Tissot Arena gegen Lausanne. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Wir reden heute in diesem EHCB-Corner mit jemandem, der das Wochenende etwas Spezielles erlebt hat. Der 21-jährige Jeremy Bertschi hat nämlich sein erstes Goal in der National League geschossen am Freitag zu Rapperswil. Wir wollen von ihm erfahren, wie er den Treffer erlebt hat und wie er seine aktuelle Situation hier beim EHC Biel einschätzt. Ja, Jeremy Bertschi, schön, seid ihr da. Ihr habt ja die Saison noch bei Martini angefangen. Wie war die Zeit gesehen, Wallis? Ja, es war eine gute Zeit, aber es war sehr nützlich, weil ich angefangen Center spielen durfte. Das war der Tag vor dem Anfang der Meisterschaft. Ja, ich habe angefangen Center spielen und ja, direkt viel gespielt, zwischen 18 und 20 Minuten. Und ja, nach sieben Spielen bin ich in Biel gekommen. Und es war etwas neu als Center. Bin nie ein Center vorher. Also es war etwas neu, aber ja, habe ich viel gelernt mit Martini. Genau, ihr seid ziemlich schnell zurückgekommen auf Biel, weil sie sehr viele Verletzte hat gegeben. Seid ihr vor dem ersten Match die Saison in der National League nervöser gewesen, als zu schalten? Also ein bisschen nervös, weil ich ja als Center gespielt habe. Und das war wirklich ganz neu, weil ich habe schon letzte Jahre gespielt, aber Flügel ist nicht wirklich sehr gut gewesen. Also als zurück als Center sein, ja, ich war schon ein bisschen nervös, aber ich habe schon ein bisschen mehr Vertrauen als letzte Jahre gehabt, wegen Zeit in Martini, und davon ist auch ein bisschen besser gewesen. Zu Martini, habt ihr dort eigentlich auch Kontakt mit den Verantwortlichen von Biel? Ja. Habt ihr Kontakt gehabt zu Martini mit den Verantwortlichen von Biel, oder nicht gross? Nein, nicht so viel, weil also am Anfang Ziel ist für mich die Saison in Martini, also komplett machen. Und es war wichtig, wenn es viele Verletzungen im Bild gibt, dass sie kommen sollen. Aber ja, normalerweise soll ich für die Saison in Martini bleiben, also nein. Und jetzt seid ihr zurück in Biel, habt eure Chancen gepackt. Zum Beispiel Matteo Reinhardt ist im Moment bei Martini. Ihr seid immer noch zu Biel. Wie bewertet ihr selber eure Leistungen? Ja, also ich würde sagen, die 4-5 ersten Spiele bin ich gut defensiv gewesen. Aber nicht so viel offensiv, aber defensiv habe ich meinen Job gemacht und denke, der Coach hat das gern gehabt. Und dann von Spiel 5 bis 10 habe ich auch ein bisschen mehr offensiv gemacht. Habe ich ein paar Chancen gehabt, aber nicht gemacht. Dann habe ich auch ein paar Passe für andere, sie hat Chancen gehabt und sie hat auch nicht gemacht. Dann habe ich keinen Punkt gehabt. Und jetzt seit zwei, drei Spielen kommt noch ein bisschen besser. Ich habe es doch gemacht gegen Rapperswil. Und ja, ich hoffe jetzt, dass ich weiter mit dieser besseren Leistung jedes Spiel. Du hast gerade angesprochen, das Goal in Rapperswil. Es war euer erster Treffer in der National League. Im 45. Spiel. Wie habt ihr das Goal erlebt? Also direkt nach dem Tor habe ich erst gedacht für die Mannschaft, weil ja, wir durch den Punkt und wir sind nicht vielmal mit dem ersten Tor ins Spiel gekommen. Also das war wichtig. Aber dann nach dem Spiel, ja, bin ich froh, es war ein geiler Moment und bekomme auch ein bisschen mehr Vertrauen nach dieser Tag. Habt ihr sofort realisiert, dass es jetzt das erste Goal ist in der höchsten Liga? Ja, das habe ich sofort gedacht. Aber ja, wie ich gesagt habe, ja, dann habe ich gedacht, wirklich schnell zur Mannschaft, weil das war wirklich ein wichtiger Tag. Und das ist auch gut, wenn du schießt, der erste Tag ist ein wichtiger Tag und nicht vielleicht nur der achte Tag und du gewinnst den achten. Genau, es hilft sicher der Mannschaft sehr, gerade wenn man vorher auch viel zurückgelegen ist. Wenn man den Kader anschaut, das kommen irgendwie mehr von den verletzten Stürmern zurück. Habt ihr Angst um euren Platz? Nein, nicht Angst. Ja, sicher, ich will weiter spielen, aber
ja, ich muss nicht über das denken. Ich muss über mich denken. Meine, ja, immer bessere Leistung machen auf dem Tisch. Und dann der Kurs muss entscheiden, ob ich spiele oder nicht. Aber das muss ich nicht jetzt denken über das. Wie schafft man es, locker zu bleiben, obwohl man vielleicht den Druck hat, dass man weiss, als junger Spieler, hey, ich muss mir den Platz auch wieder kämpfen? Ja, das ist ein Druck, aber wie ich aber gesagt habe, ich probiere nicht über das zu überlegen, aber wirklich auf mich und immer, ja, immer bessere Leistung machen, jedes Spiel. Und darum dann der Coach hat mehr Vertrauen auf mich und dann bekomme ich auch mehr Eiszeit. Aber also ich muss wirklich auf mich schauen und nicht auf die anderen. Eiszeit ist gerade etwas Wichtiges, aber Sie sind noch relativ jung, 21. Ich nehme an, es wäre nachher nicht auch lieber, wenn ihr zu Martini spielen könnt, als hier in Biel auf der Tribüne hocken. Ja, klar, wenn ich spiele, gerne nicht hier. Das ist, ich werde sicher zum Martini gehen. Aber, ja, aber die bessere Option ist noch im Biel spielen, sicher. Aber ja, ich brauche Eiszeit. Also, wenn ich auch in Biel sage, ja, diese Eiszeit habe, ist es sehr gut. Und wenn ich auch Kreise in Biel, dann muss ich auch in Martini. Das ist nicht sehr schlimm, weil ich muss noch. Ich bekomme auch viel Verantwortung in Martini, also das ist auch gut. Aber ja, klar, die bessere Option für mich ist Biel. Wir hoffen, wir können heute noch ein bisschen hierbleiben und kommt wieder gut in die Saison. Merci. Danke vielmals. Hier geht es jetzt weiter mit unserer Rubrik Backstage. Da hören ihr nochmal der Jeremy Bertschi und der Verteidiger der Alexander Jakovenko. Ich bin mal neben Brunner gesessen, wo er ein Kartenspiel gemacht hat. Und jedes Mal, wo er gewonnen hat, war er so glücklich, dass er mich gehauen hat. Das war für mich weniger schön. Super. Ich denke, das ist der Simon Ritz, der schnarchelt. Immer ein Witz auf Lager. Der Noah Delemont. Also seine Sprüche sind nicht immer gut, aber er hat immer etwas zu sagen. Ich würde sagen, der Toni Raiola. Es hat viele in der Mannschaft, die gerne lachen. Ich würde sagen, der Richard Bukartz habe ich bis jetzt weniger lachen gesehen, auch wenn ich denke, dass er einer ist, der viel lacht. Aber ich denke, es ist jemand, der viel lacht. Fabio Hofer. Wie immer habt ihr jetzt noch die Chance, Tickets zu gewinnen für das nächste Spiel von Biel hier daheim in der Tissot Arena. Das ist am Freitag gegen ZSC Lions. Wenn ihr die Mannschaft von der Tribüne aus unterstützen wollt, dann macht ein Mail mit eurem Namen und der Adresse an wettbewerb@telebileg.ch. Wir verlosen je 2 Stehplätze und 2 Sitzplätze-Tickets. Wir sind schon wieder am Ende dieser Sendung. Der nächste Match ist übrigens schon morgen Dienstag auswärts gegen Ambri Piotta. Danke fürs Einschalten. Ade miteinander. Der EHCB Corner ist noch präsentiert worden von GEDEVO. Hirslanden Klinik Linden. Depont, Vinox und AST Birrer.